Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Meine Bekannte in Anemonia City sagte, wenn man mit dem Silberflügel ins Innere der Strudelinsel vordringt, sei das noch lange nicht genug, um das legendäre Pokémon zu sehen. Sie meinte, dafür benötigte man noch einen zusätzlichen Gegenstand, hat sie mir eigentlich gesagt. Welchen? Oder hat sie es mir doch nicht gesagt? Wie war das noch gleich? Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, keine Sorge, ich bin schon fertig. Diese Technik nennt man Antäuschen. Alles klar, jetzt gehe ich aber wirklich mal zurück in mein Büro. Du bist mir schon einer. Boah, ey, die Mutter ist echt in der Dauerschleife hier. So, runter. Ding dong. Ja, dieses Hundemon, das hat mich echt so ein bisschen auseinandergenommen. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Da habe ich echt Respekt vor. Ist schon was Feines. Aber wir haben die Welt gerettet. Den Tag. Was sage ich da? Das Universum. So, jetzt gucke ich mal auf mein schlaues Öhrchen. Ich weiß nicht, ob das noch reichen würde. Was könnten wir noch machen? Pass auf, wisst ihr was? Wir machen es so. Ich werde mich jetzt auf den Weg zur Safari-Zone begeben. Nochmal auf mein schlaues Öhrchen gucken. Und je nachdem, wie es aussieht, mal schauen. Vielleicht gehe ich nochmal rein. Serenity geht es wieder besser. Es wird dich jetzt wieder begleiten. Ja. Ich habe das Gefühl, vom 8. Orden muss ich ganz dringend trainieren. Ganz, ganz dringend. Aber das lässt sich ja einfach vereinbaren, sagen wir das mal so. Da bin ich flexibel. Heute ist Mittwoch, nee. Ist das nicht schön? Jetzt könnten wir auch theoretisch schon zum 8. Orden gehen. Yep. War ja klar. Ein Hut, wer hätte es gedacht? Schlitzer. Jedes bisschen EP nehme ich jetzt mit. Alle, die auftauchen, werden platt gemacht. Anemonia City. Wo war das nochmal, Anemonia City? Ich habe das irgendwie... summt mir der Name im Kopf rum. Ich weiß noch nicht mehr, woher. Irgendwo hier in der Nähe war das doch, oder? Das war Oliviana City. Komisch. Bin ich denn jetzt ganz verrückt? Blau. Tentacher. Schlitzer. Ach Leute, wir brauchen ganz dringend ein Tornado. Igelava macht so wenig Schaden im Moment. Vor allen Dingen brauchen wir eine neue Attacke. Definitiv. Pizza.
Sauber. Würde jetzt fast sagen, ich tue Iglava nach vorne, aber ich habe Angst, dass es wieder voll aufs Gesicht kriegt. Das hatte den letzten paar Aufnahmen auch schon volle Kanne ins Gesicht gekriegt. Du bist entkommen. Warte mal, ich wollte doch hier jedes... Was mache ich denn hier, Mann? Danke, du machst mehr als die Hälfte. Das ist schon ein großer Trost für mich. Ganz im Ernst. Vielleicht kriegen wir dich heute auch noch auf Level 31 gepusht. Ah ja. Das sind echt hartnäckige Burschen. Nochmal, weil es so schön war. Bei dem reicht es wiederum nicht. Unfassbar. Dankeschön. Sternenschauer, ja, bitte und danke. Ruckzucki weg. Ja. Dürfte ja eigentlich... ich muss auch mal gerade gucken. Wie sieht das denn von den Werten aus, dass das gerade so wenig Schaden macht? Spezialangriff, seht ihr das? Deutlich mehr Spezialangriff als normaler Angriff. Das heißt, wir werden im nächsten Zug auch Flammenrad gegen irgendeine bessere Spezialangriff Gedöns eintauschen. Wisst ihr Bescheid? Komm, das reicht jetzt. So. Anemone. War das hier? War das hier Anemonia City? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, das war Anemonia City. Dann weiß ich es doch. Hihi. Na komm. Ich finde diese Klippe hier einfach nur schön. Muss ja hoch. Ich muss ja hoch, Winifred. So, dann hören wir uns die Aufgabe an. Ich glaube, dann werde ich mit der Aufnahme auch kurz pausieren. Ist ja doch relativ viel heute passiert. Unter anderem auch viel Ärger für mich. Aber, naja. Zeig mir einen, der sich nicht über irgendwas aufregt. Dem glaube ich das nicht. Oh, da bist du ja endlich. Ich bin mit den Planungsarbeiten fertig. Hör gut zu. Für den zweiten Test musst du einen Sandan fangen und es mir bringen. Was, das erinnert dich jetzt doch ziemlich an den ersten Test, sagst du? Lass mich doch erstmal ausreden. Es ist nämlich gar nicht mal so leicht, hier einen Sandan zu Gesicht zu bekommen. Und genau da kommt das hier ins Spiel. Mit dieser technisch hochentwickelten Maschine kannst du die Safari-Bereiche nach Lust und Laune neu gestalten. Ich nenne sie den Terrain-Editor. Nach welchem Konzept sie funktioniert und was genau in ihr steckt, tja, das bleibt mein Geheimnis. Aber keine Angst, es wird dir sehr leicht fallen, sie zu bedienen. Die Einzelheiten kann mir mein Mitarbeiter da drüben erklären. Oh, Moment mal, tut mir leid. Ich hatte dir den zweiten Teil des Tests ja noch gar nicht vollständig erklärt.
Auf dem bisherigen Terrain der Safari wirst du keine Sandalen finden. Aber genau das ist der Knackpunkt. Du wirst dir den Terrain-Editor zunutze machen müssen, um das Terrain der Safari zu verändern. Sandalen findest du natürlich in der Wüste. Also dann, Weidmanns Heil. Ja, wie gesagt, ich werde hier an der Stelle speichern. Wir haben ja doch viel geschafft. Und wir sehen uns dann ja sowieso jeden Moment wieder. Also, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, Team Rocket platt zu machen, mit mehr oder weniger großen Problemen. Und sind nun in der Safari-Zone mal wieder, um uns ein paar Pokémon zu fangen. Und Entschuldigung, wenn ich mich vielleicht ein bisschen von der Stimme kaputt anhöre. Aber, ja, meine Erkältung ist ein bisschen schlimmer geworden. Allerdings, habe ich das Schlimmste schon hinter mir. Oder zumindest hört ihr jetzt das Schlimmste nicht mehr. Allerdings ist meine Stimme noch dementsprechend kaputt. So. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir müssen einen Sandalen fangen. Dafür brauchen wir eine Wüste. Weltplateau. Meinöde. Ich hätte gerne eine Wüste. Achso, Moment. Berg. Tausch. Mit... Moorland. Gibt's da noch mehr? Ach, hier. Einöde. Wüste. Okay. Machen wir das hier auch mal. Sumpfland. Da hatten wir ja sowieso schon alles gefangen. Was machen wir da? Die Einöde haben wir da oben schon. Waldstück. Ich glaube, das Waldstück hatten wir auch schon. Waldesufer? Oder hatten wir das Waldesufer? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Moorland? Moorlandschaft hatten wir doch. Felsenufer hatten wir auch. Berglandschaft. Ich glaube, die hatten wir noch nicht, ne? Machen wir das einfach mal so. Verdammt, die haben wir schon. Ich Idiot. Und ich gucke natürlich nicht an. Auf die rechte Seite. Ja, so viel zum Thema. Wir passen auf. Waldesstück oder Waldesufer, was hatten wir? Ich nehme jetzt einfach mal Waldesstück. Oder Waldstück. Ich habe nicht darauf geachtet, was wir davor hatten. Ich glaube, das war Waldstück, aber nehmen wir das einfach mal und dann geändert zu haben. Gehen wir auf Fangkurs. Erstmal natürlich wie immer holen wir uns das Sandan. Denn dann haben wir das schon hinter uns. So. Ich das gewusst, ey. Sandan ist auch ein cooles Pokémon. Finde ich. Zumindest finde ich Sandama richtig cool. Mal schauen, was es hier denn gibt. Ein Tragosso. Oh, in meinem Feuerrot-Let's Play habe ich schon gerne mit dem Tragosso gespielt. Schnogger ist einfach nur übelst geil. Fangen. Ja gut, so viel dazu. Ja, das hat sich dann erledigt. Okay, cool, dass es hier Tragossos gibt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich werde natürlich keinen Knogger ins Team holen, weil ich es im letzten Let's Play schon hatte. Wo wir gerade bei Sandama waren, ne? Komm, du magst doch Erde. Das sehe ich dir förmlich an hier. Zack. Und Wurf. Nein. Och ja, come on. Also jetzt gerade haben wir überhaupt kein Glück, wenn ich das mal so sagen darf. Ein Sandan.
Perfekt. Wegen dir bin ich ja eigentlich hier. Natürlich bist du weg. Natürlich. Och Mann, ey. Ob das auch zählt, wenn ich dem Sandama vor die Füße lege? Okay, ich schmeiß demnächst jetzt erstmal einen Köder und dann immer nur Matsch.